Ich begrüße zunächst Dirk Ringhand. Er hat eine Professur inne für technische Mechanik an der Hochschule Heilbronn, wo er seit 2018 auch Vorlesungen zur Technikgeschichte anbietet. Außerdem ist er Leiter des ebenfalls an der Hochschule Heilbronn ansässigen Instituts für Technik in Wirtschaft und Gesellschaft. Des Weiteren begrüße ich Sven-Olaf Neumann, Professor für Strömungsmaschinen und Konstruktion an der Fachhochschule in Kiel. Herr Neumann und Herr Ringhand werden uns einem gemeinsamen Vortrag jetzt von Ihren Erfahrungen mit Technikgeschichte für angehende Technikgestalter berichten. Ich darf das Wort übergeben. Ja, vielen Dank, Frau Frenn. Herzlichen Dank für die schöne Einleitung. Ein herzliches guten Morgen in die Runde. Und moin moin aus Kiel, wie man hier sagt. Ich würde beginnen und einfach mal unseren Vortrag auflegen. Wir haben uns überlegt, ich denke, das ist jetzt zu sehen hier, die Titelseite unseres Vortrages. Wir haben uns überlegt, dass wir das audiotechnisch co-moderieren. Das heißt, sowohl Herr Ringhand als auch ich, wir werden gemeinsam durch diesen Foliensatz hier führen und durch den Beitrag. Und vorab vielleicht ein ganz herzliches Dankeschön, dass wir so als angewandte Technikgestalter auch in dieser Runde hier die Möglichkeit haben, beizutragen und vielleicht aus unseren Erfahrungen etwas zu berichten. Ja, das Thema, Sie erwähnten das gerade schon, heißt ein Brückenschlag mit dem Untertitel von der Wirkungsgeschichte der Technik zur Wirkung der Technikgeschichte. Und das eben im ganz besonderen Hinblick auf Technikgestalter, weil ganz viele Ingenieure tatsächlich auch aus den technischen Disziplinen von den Hochschulen der angewandten Wissenschaften kommen. Nun, ich würde ganz gern vielleicht in 5 Punkte gliedern, was Sie so in den nächsten Minuten hier von uns erwartet. Wir wollen kurz über die Ausgangssituation sprechen, Herr Ringhand und ich, und dann vielleicht auch einen kleinen Abstecher in die Technikgeschichte an angewandten Hochschulen hier machen, insbesondere was dann Zielsetzung und was Sie wahrscheinlich noch viel mehr interessiert, vielleicht auch die Umsetzung. Also wie können wir quasi junge Leute in der Technikausbildung erreichen? Genau da sind wir beide ja tätig. Und dann würden wir gerne aufzeigen, wie wir anhand moderner Lehrmethoden, hier steht problemorientiertes oder problem-based learning im Vordergrund, uns an die Technikgeschichte als Thematik heranwagen. Und ganz zum Schluss wollen wir abschließen mit Perspektiven und einem Ausblick. Okay, ja, Herr Ringhand, wollen Sie einsteigen mit der Ausgangssituation? Ich glaube, Sie haben Ihr Mikro noch aus. Herr Ringhand. Das Mikro ist aktiviert, Ja, aber jetzt vielleicht geht das es wieder. Falsche. Ah, okay. Jetzt? Ja, wunderbar. Wir hören Sie. Wunderbar, gut zu verstehen. Perfekt. Super. Immer Ärger mit der Technik. Ja, also Thema Technikgeschichte an Fachhochschulen. Und einsteigen möchte ich mit folgendem Erkenntnis oder Erleben. Die Entstehung von Fachhochschulen Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre fällt in dieselbe Zeit wie der Beginn der modernen Technikgeschichte. Und die erste Generation von Absolventen dieser Bildungseinrichtung ist mittlerweile in Pension oder in Rente gegangen. Und aus dieser Absolventenschaft rekrutierte sich in der Vergangenheit auch eine bedeutende Anzahl von Fach- und Führungskräften bis hin zu Vorständen in bedeutenden Unternehmen. Und wir haben Ihnen hier mal dargestellt, die zeitliche Entwicklung der Absolventenzahl in der Fächergruppe Ingenieurwissenschaften. Oben die graue Kurve ist die Summe insgesamt Bachelor, Master. Unten seit Bologna in Blau dargestellt. Hier noch nicht differenziert zwischen den einzelnen Hochschulformen. Auf der nächsten Seite, genau, haben wir hier mal aktuelle Zahlen hergenommen. Ingenieurwissenschaften an technischen Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen, HAS für angewandte Wissenschaften. Und bemerkenswert ist vor allem der Unterschied von der Verteilung Bachelor und Master. Und was man hier sieht, ist, dass im Masterbereich natürlich die Unis deutlich mehr Studierende haben, aber im Bachelorbereich, hier sind die Zahlen daneben geschrieben, Summe, das soll ein Sigma sein, sind hier
mit 415.000, es hat es ein bisschen umformatiert, Entschuldigung, also 415.000 Leute aktuell, die Fachhochschulen stellen eine sehr große Anzahl von Ingenieurstudenten und angehenden Technikgestaltern dar. Und unsere Zielsetzung ist jetzt hier, diesen Personenkreis, das Thema Technikgeschichte, eben auch zu vermitteln. Dieser Punkt war in den letzten Betrachtungen, wohin geht die Technikgeschichte Quo Vadis und anderen Veröffentlichungen ja bisher noch nicht so im Fokus. Und wir möchten das gerne hier mal aufführen und anregen, da mal weiterzugehen. Gut, danke. Gut. Technikgeschichte als Studienangebot. Wir haben bei uns, ich spreche jetzt mal von Heilbronn mit den zwei Standorten, die wir da versorgen, folgende Situation, dass wir das im Studium Generale angesiedelt haben und dort treffen dann Studierende aus unterschiedlichsten Studiengängen zusammen, bringen sozusagen auch unterschiedliche Erfahrungshorizonte mit und das sind eben technische Studiengänge, BWL, Management, Medien, Software, Hybridstudiengänge und so weiter. Und durch die Ansiedlung im klassischen Studium Generale können wir hier jetzt nicht unbedingt auf andere curriculare Veranstaltungen aufbauen, wobei in vielen Fachveranstaltungen, ich habe mich da bei Kollegen auch mal erkundigt, auch mal auf, sagen wir, historische oder sagen wir, die Entwicklung von Technologien hingewiesen wird, aber eben jetzt nicht mit technikhistorischem Ansatz, sondern eher sozusagen die Artefakte als solche vorgestellt werden und wie diese Technologieentwicklung stattgefunden hat. Gut. Und wichtig ist für uns, Technikgeschichte ist für uns ein Bestandteil eines Bildungsanspruchs. Wir gehen davon aus, die Fachhochschulen haben sich ja auch gewandelt im Laufe der letzten 50 Jahre, dass wir hier einen Bildungsauftrag, einen weitergefassten Bildungsauftrag haben. Und wir beabsichtigen damit, eben den jungen Leuten mehr zu vermitteln als nur nutzbringendes Wissen, das sie im Beruf einsetzen können, sondern dass wir hier Technikgeschichte als Bestandteil eines, sagen wir, ganzheitlichen Bildungskonzeptes im Kontext mit Ethik, Nachhaltigkeit und auch Technikfolgenabschätzung anbieten wollen. Gut, ja, weiter. Okay. Dann würde ich mit dieser Folie gerne vielleicht den Faden aufnehmen und weiterspinnen. Also wir haben auf eine alte Darstellung eines sogenannten Förderdampfers, das sind im Grunde genommen hier die lokalen Fähren, die beispielsweise in Kiel auf der Förde fahren. Hier haben wir eine Darstellung von 1910. Also an sich ist dieses Bild oder thematisiert tatsächlich ja schon ein geschichtliches Artefakt und stellt auch so einen Ausgangspunkt einer Technikgeschichte und Technikentwicklung dar. Aber wir wollten das gerne zum Anlass nehmen, um zu visualisieren, dass wir natürlich Technikgeschichte so an der Grenze sehen dessen, was sich auf dem Zeitstrahl entwickelt. Das heißt, wir kommen natürlich irgendwie immer mit einer Geschichte und einer Vergangenheit an unseren gegenwärtigen Zeitpunkt hier. Und sollten uns auch fragen, wie kommt es eigentlich zu dem Status quo, den wir vielleicht in der einen oder anderen Umgebung, in der einen oder anderen Themenstellung hier drin vorfinden. Und wir haben es ja gestern ganz explizit auch noch mehrfach gehört, Technik wird einfach durch Menschen und Personen getrieben. Das heißt, das, was wir als Stand der Technik im Moment eigentlich wahrnehmen, das ist natürlich ganz stark auch durch die soziokulturelle Prägung der Beteiligten letzten Endes geprägt und beeinflusst. Also wir haben ja nochmal aufgeführt, die Hochschule in Heilbronn irgendwie hat Studierenden aus 165 Ländern. Die Nennung von der Fachhochschule Kiel fällt da etwas kleiner aus mit über 70 Ländern. Aber ganz klar ist natürlich, dass die Ingenieursausbildung sehr international mittlerweile ist. Und natürlich technisch Einsatz auch länderübergreifend, nationenübergreifend stattfindet. Und der ganz wichtige Punkt, also insbesondere für unsere Teilnehmer an den Veranstaltungen, ist natürlich, welchen Kurs wollen wir nehmen? Also wie wollen wir Technik fortschreiben
in die Zukunft. Welche Zukunft wollen wir realisieren? Das heißt, da geht es um Zielsetzungen letzten Endes, die man sich stellt, und auch um mögliche Wege, wie man an solche Realisierung herantreten kann. Also was gibt es sozusagen an Zukunftsoptionen? Was wollen wir? Und wie ertüchtigen wir letzten Endes auch unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Stelle, um an der gesellschaftlichen Debatte der Technikentwicklung teilzunehmen? Das manifestiert sich letzten Endes natürlich auch schlichtweg in den Qualifikationen, die an unsere Hochschulabsolventen herangetragen werden. Also das ist immer eine ganz große Thematik in der Ingenieursausbildung, zu fragen, was brauchen unsere Absolventen letzten Endes an Kompetenz in der Arbeitswelt. Und das wissen Sie alle, Fachkompetenzen sind natürlich wichtig. Verfügbarkeit, ich nenne es jetzt mal bewusst, Informationen werden heute anders zur Verfügung gestellt, als das noch vor 15 oder 20 Jahren der Fall gewesen ist. Vielfach wird auch von Verfügbarkeitswissen gesprochen. Das halte ich für eine etwas vielleicht missführende Wortwahl an der Stelle, weil es unterscheidet sich natürlich, ob ich es jetzt mit Wissen zu tun habe oder einfach nur Informationen abgreifen kann. Aber nichtsdestotrotz, den Punkt, den ich hier gerne machen möchte, ist, dass alles, was wir schon seit Jahren unter Soft Skills letzten Endes auch verstehen, also diese personale Kompetenz, im insbesondere Team zusammenarbeiten zu können, dort auch Führungsfähigkeiten zu entwickeln, sich selber innerhalb des Teams zu reflektieren, das ist ganz, ganz wichtig. Das stellt die Industrie immer wieder als Anforderung an unsere Absolventen. Und das muss belegbar letzten Endes auch offengelegt werden von Seiten der Studierenden in ihren Bewerbungen, wie sie da letzten Endes tätig gewesen sind. Also das sind die Merkmale, die oftmals dann entscheiden darüber, ob jemand in ein bestehendes Team, in eine bestehende Mannschaft zu einer Fragestellung hier passt. Und ganz wichtig ist, diese Punkte, die wir hier ganz hinten rechts noch aufgeführt haben, eigenständig, Verantwortung und reflektiv sozusagen in der Umgebung handeln zu können und somit auch Technikentwicklung fortschreiben zu können, also für eine nachhaltige Technikentwicklung, das ist ganz, ganz wichtig und das ist zunehmend sozusagen, gewinnt das an Bedeutung hier. Okay. Gucken wir mal auf die nächste Folie hier drin. Die Zielsetzung an den, angewandten Hochschulen für angewandte Wissenschaften hier drin, hinsichtlich der Kompetenzen für Fach- und Führungskräfte, die sehen dann aus wie folgt. Also wir würden gerne dieses interdisziplinäre Angebot mit Technikgeschichte nutzen, um vermehrt letzten Endes diese Kompetenz zur kritischen Reflexion anzuregen hier drin und zu ermuntern. Wir würden gerne, dass unsere Kandidaten in der Lage sind, unterschiedliche Sichtweisen und Perspektiven in Bezug auf Technikentwicklung einzunehmen. Und dazu ist es eben ganz, ganz wichtig zu zeigen, welche Zusammenhänge gibt es denn, die auf die Technikentwicklung letzten Endes einwirken. Und wir wissen alle, dass es eben nicht nur Auftraggeber mit Pflichten und Lastenheft ist, sondern dass einfach Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt hier eine ganz große Rolle spielt und einfach auch in diese ganzen Prozesse permanent einfach mit eingebunden werden muss. Wir möchten sensibilisieren für Technik, Technikfolgenabschätzung und Nachhaltigkeit. Das ist in aller Munde, das muss ich an dieser Stelle nicht erneut betonen. Aber nur wenn es auch gelingt, eine nachhaltige Implementierung und einen nachhaltigen Umgang mit Technik letzten Endes zu erreichen, dann können wir hier von profitieren. Und was für uns ganz, ganz wichtig ist, ist, wir nutzen Technikgeschichte in dem Kontext als einen Beitrag für interdisziplinäre Arbeitsweisen. Auch das, was ganz, ganz wichtig ist als Kompetenz letzten Endes in der Ingenieursausbildung. Und diese interdisziplinäre Arbeitsweise muss bei Entscheidungsprozessen einfach angestrebt werden, weil nur so stabile, nachhaltige Produkte und Prozesse eigentlich etabliert werden können. Also das heißt zusammengefasst ja nochmal, Technikgeschichte wollen wir als Bestandteil eines ganzheitlichen Bildungskonzeptes
implementieren hier drin und nutzen das auch bereits so. Und es soll einfach ganz wesentliche Impulse für den Umgang mit Zukunftsthemen hier geben. Und das habe ich versucht, oder wir haben das, Herr Ringhand und ich, versucht nochmal in folgender Folie, um jetzt sozusagen ein bisschen auf die Anwendung abzuzielen, nochmal darzulegen. Das wissen wir alle im Grunde genommen, wenn es um eine Publikation, eine These oder auch eine Veröffentlichung geht, dann ist es immer so, dass wir im Grunde genommen den Stand des Wissens, den Stand der Forschung, Stand der Technik, wie auch immer man das Ganze nennen möchte, darstellen müssen. Das heißt, wir schauen sozusagen rückblickend in die Vergangenheit, und insofern ist das alles, das, was auch gegenwärtige Innovations- und gegenwärtige Forschung betrifft, das ist immer durchaus, hat diese rückblickende Komponente hier drin. Natürlich noch nicht in diesem Kontext und in dem umfassenden Ansatz, wie es in der Technikgeschichte verstanden wird, aber die Definition letzten Endes des Zustandes, des augenblicklichen Zustandes jetzt, der funktioniert natürlich immer nur mit einem solchen Rückblick hier an dieser Stelle. Und wir haben als Beispiel hier einfach mal Schlagworte aufgezeigt für Gebiete beispielsweise, wo es grundlegende Strukturwandel gegeben hat. Hier Detroit im Ruhrgebiet natürlich, thematisch natürlich auch, wenn man jetzt an Bergbau und Montan denkt, Fragestellung, nicht nur im Ruhrgebiet, sondern das gab es auch in der Vergangenheit zuvor an vielen Orten sozusagen. Wir stellen fest letzten Endes, dass die Umweltfragestellungen eine ganz große Rolle spielen und auch das in der Vergangenheit schon getan haben. Mittlerweile geraten die natürlich mehr in den Vordergrund. Und wir haben versucht, hier auf der rechten Seite im Grunde genommen solche Gegenspiele aus der augenblicklichen Fragestellung einfach mal mit aufzuzeigen, weil das letzten Endes die Themen sind, die unsere Studierenden ganz besonders interessieren. Also die Idee ist im Grunde genommen, hier die Technikgeschichte mit zu etablieren in unserem Ausbildungsprozess, um einen Perspektivwechsel herbeizuführen und einfach unseren zukünftigen Entscheidern, also unseren jetzigen Studierenden zu zeigen, dass es wichtig ist, Abhängigkeiten, Muster aus der Vergangenheit zu erkennen, immer mit der Zielsetzung in unserer Anwendung hier drin, Ereigniskorridore, so kann man es nennen, für die Zukunft aufzuzeigen und einfach zu beschreiben, wie die Zukunft in dem Fall vielleicht aussehen kann. Und wir wissen, das kann ja kontinuierlich geschehen, aber auch disruptiv. Und das ist etwas, womit unsere Studierenden in ihrer Zukunft natürlich auch umgehen müssen. Gut, Herr Ringhand, das ist etwas für Sie, gerne etwas zu sagen. Neben bestimmten Technologien ist jetzt auch die Frage, wie bringen wir das Thema an die jungen Leute ran? Herr Ratjen hat das gestern gefragt, oder Herr Poploff hat gesagt, wir müssen also irgendwie passend machen. Und Ausgangspunkt oder Motivationspunkt ist zum Beispiel hier die rechte Seite, prominente Figuren, die heute für viele junge Leute auch als Vorbild dienen. Und wenn man dieses zum Anlass nehmen kann und bestimmte Mechanismen versucht zu beleuchten, was passiert da oder wie entwickelt sich eine Technologie oder wie entwickeln sich technische Systeme, dann kann man dann die Technikgeschichte befragen und daraus eben auch das Interesse der Studierenden für das schon bekannte, erforschte Wissen der Technikhistorie auch ansprechen. Also wir gehen von der rechten Seite aus und versuchen, Ansatzpunkte zu finden, was können wir aus dem, was bekannt ist, lernen, was können die jungen Leute da mitnehmen und wie können wir das Interesse der jungen Menschen dafür wecken. Danke, weiter. Gut, jetzt mal zur praktischen Umsetzung. Das hängt natürlich auch mal vom konkreten Rahmen ab, vom Format, Lehrformate und jetzt haben wir an HAW in Fachhochschulen folgende Zustände, dass wir relativ kleine Gruppen haben. Wir können also durchaus seminaristische Veranstaltungen durchführen. Jetzt nicht so wie gestern auch angesprochen 400 Leute in einem Hörsaal. Das geht zur Not einmal auch, aber diese Hörsäle sind bei uns eher unüblich. Wir haben also eher so Gruppengrößen 20 bis 30 Leute und damit können
wir dann schon ein bisschen zielgerichteter arbeiten. Ein Vorschlag aus der Praxis ist ein zweistufiger Vorgang. Man kann in der ersten Stufe erstmal den jungen Menschen versuchen zu vermitteln, was man unter Technikgeschichte überhaupt versteht. Und das ist eben was anderes als die Heldengeschichte oder die klassische zur Schaustellung von Artefakten in Museen. Bei uns in der Nähe, klassische Fall eben Sinsheim, aber auch da ändert sich jetzt was. Und dass wir eben Technikgeschichte als etwas Umfassenderes begreifen. Und in einer zweiten Stufe, wir beschreiben das auch mit Beispielen, vorhin haben wir welche genannt, und in einer zweiten Stufe werden dann konkrete Fragestellungen an die Studierenden gerichtet und sie können das in dem Lehrformat praktische Arbeit, praktische Übung versuchen umzusetzen, beziehungsweise diese Fragen zu beantworten. Wo finden wir diese Zusammenhänge, diese technischen, diese verschiedenen Perspektiven auf die Technik? Wo kann ich die erkennen? Wie kann ich feststellen, warum eine Technologie sich so entwickelt hat? Das hat jetzt keinen umfassenden wissenschaftlichen Anspruch, aber das Ziel ist letztendlich die Reflexion über Technik. Ich unterbreche ungern, muss aber ganz kurz auf die Zeit hinweisen, damit wir nachher auch genug Zeit noch für den zweiten Vortrag haben. Okay. Also vielleicht langsam zum Schluss kommen. Okay, also ein zentraler Punkt, ich mache es ganz schnell. Ein zentraler Punkt, der angesprochen wurde, ist das Thema Technikreflexion. Und wir haben jetzt hier ein Zitat von Klaus Kornwachs aufgeführt. Und Technik ist nicht alternativlos, das tun unsere Studierende und die Techniken entstehen, Technologien entstehen. Da gibt es immer unterschiedliche Wege. Und das ist eine zentrale Aussage, die wir dann den Leuten vermitteln. Und hier gibt es bestimmte Instrumente, wie man auch dann dazu kommt, die Bedeutung von Techniken und Technologien zu bewerten. Nächste bitte. Genau, ein Ansatz dazu ist das Thema Technikgeschichte als Realität erfahren, also wirklich als etwas, was nicht nur im theoretischen Raum ist, sondern auch einen konkreten Bezug zu finden zu den eigenen Studiengängen, die Leute dort abzuholen, wo sie herkommen, sei es jetzt aus der Weinbetriebswirtschaft oder, sagen wir, aus dem Audi-Werkzeugbau. Okay, nächste bitte. Wie kriegen wir es ran? Indem ich auch meine Perspektive als Lehrender ändere, nämlich ich muss mich auch fragen, was interessiert meine Studierenden? Was wollen die von uns als Hochschule haben, beziehungsweise womit wollen die ausgerüstet werden? Und darauf aufbauend kann ich dann versuchen anzusetzen, was für die Studierenden, für ihr Studium, für ihren beruflichen Weg davon wichtig sein kann, was sie mitnehmen sollen in ihren Rucksack. Gut? Okay, ich versuche das auch schnell letzten Endes zu machen. Also eine wirklich gut und bewährte Methode dabei ist Problem-Based Learning. Das heißt, wir versuchen, die Studierenden zu aktivieren, letzten Endes für eine Kleingruppenarbeit, wo sie auch im selbst gewählten Tempo letzten Endes sich Fragestellungen erarbeiten können. Und das ist letzten Endes etwas, was sich grundlegend sozusagen unterscheidet hier drin von Frontalunterricht. Also wir wollen die Studierenden möglichst schnell ins Handeln hier drin und auch in die Selbstarbeit hineinbringen. Wichtig dabei ist vielleicht noch, und das ist für Dozenten unter Umständen auch ein bisschen ungewohnt, also wir werden mehr zum Organisator dieses Lernprozesses als Coach, als Lernbegleiter. Und wir lernen mit, das ist auch eine ganz wichtige Erfahrung, die wir hierbei gemacht haben. Es ist ja keineswegs so, dass das jetzt ein Fachgebiet ist, auf dem wir ausgewiesen große Erfahrungen haben. Hier haben wir noch ein Beispiel, da könnte Herr Ringhahn vielleicht noch was zu sagen. Ja, vielleicht können wir das doch überspringen und langsam zum Schluss kommen, weil ich sehe die Zeit, es geht jetzt auf 10 Uhr zu, wir haben noch 20 Minuten. Das machen wir, dann springen wir direkt letzten Endes hier zu den Erkenntnissen und zu unserer Schlussfolie. Das heißt, wir hätten dann hier noch zwei Folien zu zeigen.
Wir wollen einfach nochmal unterstreichen, dass unsere Studierenden, dass deren primäres Interesse sozusagen an der zukünftigen Entwicklung ihrer Umgebung, Arbeitsumgebung liegt. Es ist wichtig, dass sie einen aktuellen Bezug zu ihrer unmittelbaren Umgebung und Gegenwart haben. Und deshalb wählen wir zunächst mal auch einfach Beispiele, die aus ihrem regionalen Kontext entspringen hier drin. Herr Ringrand? Ja, wichtig ist dann auch das Thema Perspektivenwechsel. Und das stellt teilweise eine hohe Anforderung an die Studierenden. Und da müssen wir als Lehrende auch drauf eingehen und das entsprechende Format auch finden. Abhilfe eben auch ebenfalls durch die Gruppenzusammensetzung. Die Themenstellung ist das eigentliche Problem bei dem Problem-Based Learning. Und dazu kommen wir gleich noch. Die müssen gewisse Komplexität haben, aber auch überschaubar sein. Für große Gruppen liegen noch keine Erfahrungen vor. Jetzt mit Corona haben wir größere Gruppen wegen anderer Prüfungsformate. Und das Thema Interdisziplinarität von Gruppen, das hat noch Potenzial. Da müssen wir mal gucken, dass die Grüppchen sich auch entgruppieren. Das ist nicht so ganz einfach, auch bei den Lehrenden. So, nächste Seite. Letzte Seite, genau. Ja. Gut, die Perspektiven. Was können wir oder was erwarten wir? Welche Chancen sehen wir? Wir als Hochschule für angewandte Wissenschaften würden uns wünschen, dass ein verstärkter Austausch zwischen den, sagen wir, wissensgenerierenden und den primär vermittelnden Institutionen aufgebaut wird und ausgebaut wird. Das heißt, das Thema Problemstellungen für das Problem-Based Learning ist, da bräuchte man vielleicht auch einen Pool. Austausch auf studentischer Ebene zum besseren Verständnis von Technikgestalter und Technikhistorikern. Und Frau Weber hat gestern das Wort Allianzen gebraucht. Das würde ich hier sehr gerne aufnehmen. Das, denke ich, ist ein sehr schöner Ansatz, um jetzt hier auch mal das zusammenzubringen und vielleicht auch zusammenzuarbeiten. Und aus Sicht eines VDI-Mitglieds kann ich nur sagen, es wäre schön, wenn wir natürlich auch die jungen Leute für die VDI-Technikgeschichte interessieren können, nicht nur am Ende ihres Berufslebens, sondern auch während und zu Beginn ihres Berufslebens. Und zum Schluss haben wir noch die Kontaktdaten. Ja, vielen Dank für Ihre Geduld. Ich hoffe, Sie konnten einen Einblick gewinnen in das, was unseren Alltag tatsächlich auch bereichert als Lehrende. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen interessanten Einblick in Ihre Arbeit. Wie ich sehe, gibt es auch schon die ersten Fragen im Chat. Ich würde jetzt einfach mal an Rüdiger abgeben und ihn bitten, das zusammenzufassen. Ja, im Prinzip, kann man mich hören? Ich hoffe, ja. Ja. Ja, im Prinzip ist eine Frage, wo die Motivation, die Initiative zu dieser Veranstaltungsreihe herkam und wer die Inhalte definiert. Und das andere zielt vor allen Dingen hin, wie die Gestaltung des dieses interdisziplinären Arbeitens erfolgt. Also welche Ansätze zu transdisziplinären Denken gibt es? Sie sprachen von der interdisziplinären Zusammensetzung von Gruppen. Da wäre die Frage, sind da eben auch andere Studiengänge beteiligt? Und dann ist ein Aspekt eben die Einbeziehung von Akteuren in die Entscheidungsprozesse. Da ist ja Thema Bürgerbeteiligung bei Großprojekten heute ein Stichwort. Wie binden Sie das in Ihre Ausbildung ein? Herr Ringan, wollen Sie starten? Kann ich mal machen. Ja, also ich fange mal mit dem letzten Punkt an, Bürgerbeteiligung. In der Tat ist ein wichtiger Punkt und ich kann jetzt nur für uns in Heilbronn sprechen. Wir denken tatsächlich über unsere kleine Hochschule, gut, das sind jetzt 8000 Leute, aber unsere kleine Hochschule hinaus in die Region hinein und zwar dezidiert auch mit den entsprechenden Institutionen und auch Unternehmen natürlich, mit allen Stakeholdern und sehen uns tatsächlich auch als einen Teil, der hier zu einem Beitrag leisten kann und soll. Das fängt bei Verkehrskonzepten an und hört beim Thema Nachhaltigkeit und was jetzt vielleicht demnächst kommen wird, auch Technikfolgenabschätzung und solchen Dingen, geht das dann weiter. Interdisziplinarität, ja, wir haben Studium Generale, es ist sozusagen ein Jokerfach, das müssen bei uns alle belegen. Das heißt, ich habe eine ganz interessante Zusammensetzung von Leuten,
Und ist immer sehr überraschend und auch über zwei Standorte hinweg. Also ist durchaus auch eine Bereicherung, was die alles mitbringen. Ich persönlich stelle das Thema auch in den entsprechenden Fakultäten dann vor. Wir versuchen es auch curricular zu verankern und es gibt bei uns auch teilweise interdisziplinäre Ansätze, aber ich sehe da noch sehr viel Potenzial, um die verschiedenen Erfahrungshorizonte damit zu verbinden. Und die erste Frage, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, was ist die Motivation, sowas zu machen, oder? Ja. Ja, weil ich es wichtig finde. Ja, die Frage ist, sind Sie da frei in der Gestaltung oder? Deswegen bin ich an der Hochschule. Das ist eigentlich der Grund, warum man an die Hochschule geht. Ja, manchmal sind die Curricula ja ein vorgegeben und man hat da nicht so Gestaltungsfreiräume, wie man gerne möchte. Ach ja, sagen wir mal, das ist ein Prozess. Wir bauen gerade ein Curriculum und da haben wir die Technikfolgenabschätzung mit verankert. Und wenn die irgendwo drin ist, dann dürfen die Studierenden aus anderen Fakultäten da auch drauf zugreifen. Also das ist ein Prozess, da kann man sich ja beteiligen. Also da ist nichts starr, das ist ja alles im Fluss. Kann vielleicht für Kiel noch ergänzen, wir versuchen das auch tatsächlich, also wir haben auch solche interdisziplinären Slots mehr oder weniger im Curriculum. Das heißt, die Beteiligten an diesen Arbeiten letzten Endes und auch an diesen Projektarbeiten, die sollten möglichst bunt sein, also unterschiedliche Gender-Zugehörigkeiten so bunt wie möglich in den Fachbereichen. Also wir haben auch soziale Geisteswissenschaften mit bei uns auf dem Campus. Das klappt sehr gut. Wirtschaftler, Medienwissenschaftler, verschiedene Ingenieursdisziplinen. Und wir versuchen jetzt darüber hinaus, sage ich mal, so einen Weg zu beschreiten, das auch an interessante Teamangebote zu heften. Also diese interdisziplinären Projektarbeiten bei uns, die kriegen einen speziellen Rahmen bisweilen, nicht zwangsläufig, aber bisweilen. Und wir machen das Technikgeschichte in dem Fall innerhalb eines interdisziplinären Projektes, das nennt sich Studieren unter Segeln. Also wo sich ganz interdisziplinär zusammengesetzte Studierendengruppen vorbereiten über 2 Monate und dann letzten Endes alle ihre Arbeiten auf einem Traditionssegler in dieser im Grunde genommen geschichtlichen Umgebung dann auch finalisieren und zum Abschluss bringen. Also das, wir versuchen auch Vehikel einfach zu finden, wo das gut zu greifen ist. Ja, ich hätte noch eine Frage. Sie sind ja jetzt hier schon zu zweit und tauschen sich oder haben sich schon ausgetauscht zur Technikgeschichte. Hier war die Frage, ob es einen bundesweiten Austausch der Lehrenden zur Technikgeschichte gibt oder ob sie quasi ein Einzelfall sind. Sollte der VDI gegebenenfalls sowas initiieren? Das wäre schön, ja. Also in dem Fall ist es tatsächlich ein persönlicher und auch ein Zufallskontakt. Also Herr Ring und ich, wir sind uns tatsächlich persönlich noch gar nicht begegnet, sondern das ist Corona blockiert gewesen. Wir haben uns im Grunde genommen nur digital unterhalten, aber es kommt über gemeinsame Kontakte zusammen. Das war schlichtweg ein Zufall über eine Geschichtswissenschaftlerin aus Stuttgart. Wäre schön, wenn VDI da unterstützen könnte. Unbedingt. Ja, das war die letzte Frage aus dem Chat.